bist nicht die Frau von Jürgen Drews. Frag weiter. Okay, also, lebe ich noch? Ja, zum Glück. Bin ich jung? Was nennst du jung? Na, alles vor den Wechseljahren. Dann bist du alt. Bin ich eine oberbayerische Kommunalpolitikerin? Nö. Oh, hab ich Kinder? Ja, drei. Okay, irgendwas mit Sport. Bin ich Diskuswerferin? Das glaube ich nicht. Bist du nicht? Nein? Also Leute, das führt dir jetzt zu nichts. Wir haben ja heute auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Überleg doch noch mal. Wer bist du? Na, sie ist die Chefin. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich komme einfach nicht drauf. Ich bin ja sozusagen gar nichts. Wahnsinnig komisch. Da wäre ich lieber die Frau von Jürgen Drews gewesen, wirklich. Mami, hallo. Schön, deine Stimme zu hören. Warte mal kurz. Ich muss kurz raus. Ich bin ja gerade in der Vorlesung. Ja, kein Problem. Schnarchentherapie römisch 2. Toleranzdosen kritischer Organe. Schnarchlangweiliger Professor. Korolan. Das ist ja süß von dir. Ja, deine Korolanen sind immer die besten. Kannst du mir meine einfrieren? Ich hole sie mir dann mal irgendwann. Ja. Die Studiengebühren sind auch wieder erhöht worden. Die sind jetzt zweimal im Semester fällig. Finde ich auch nicht richtig. Die Kommilitonen demonstrieren auch dagegen, aber weißt ja selbst, das bringt nichts. Da verplempert man nur Zeit, die man zum Lernen braucht. 500. Danke, du bist die Beste. Du, ich geh mal wieder rein zu den kritischen Organen, ja? Mach's gut. Tut mir echt voll leid, Nettchen. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Ich finde es nur fair, wenn ich jetzt das Feld räume. Dann hast du wenigstens die Chance mit jemand anderem. Wenn du drüber weg bist, meine ich. Sag mal, ist das hier mein Buch über Nepal? Ach nee, ich glaube, das habe ich dir geschenkt. Ist ja egal, ich nehm's mal mit. Mensch, Nettchen. Ich finde, wir hatten eine echt geile Zeit zusammen. Da wird niemand was anderes von mir hören. Also. Oma ist am Telefon. Sie hat Korolladen gemacht. Ich bin Vegetarierin. Seit 10 Jahren esse ich kein Fleisch und schon gar kein Schweinehackfleisch, das in irgendwelche labbrigen Kohlblätter gewickelt wird. Sie weiß das. Sie weiß es, verdammte Scheiße! Oma, hast du gehört? Ich? Danke, nett von dir. Aber ich esse doch kein Gemüse. Tschüss. Deine Mutter hat vorhin noch angerufen. Was ist denn heute bloß los? Und hier ist noch Post von deinem Patenkind. Sie wollte nicht durchgestellt werden. So wichtig wäre es nicht. Ich soll dir nur aufrichten, dass sie Kohlrouladen gemacht hat. Oh, ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn du sie dafür durchgestellt hättest. Sie war süß. Sie hat mir erzählt, das war das Lieblingsessen von eurem Vater. Ja, und jetzt? Soll ich die zerkochten Dinger bei ihr abholen, oder was? Ich habe gesagt, du bist die ganze nächste Woche auf Geschäftsreise. War das richtig? Du machst deinen Job wirklich gut, Sophie. Na dann. Viel Spaß euch. Danke. Ciao, Frau. Der nächste gleich durchgehen, bitte. Nein, schon wieder leer. Wir holen aber noch. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Das sind Kohlrouladen. Ich hoffe, die werden irgendjemandem schmecken. Ja, vielen Dank.
du Scheiße! Nein! Muss das sein? Schön, dass es so schnell geklappt hat. Noch so bin ich freizählig, hm? Ich gehe ganz gern mit Kunden hierher. Ist nicht so angesagt und überlaufen. Man kann hier ganz in Ruhe sitzen und reden. Wir haben einen einzigen Punkt auf der Agenda. Den sollten wir zügig und lösungsorientiert angehen. Hallo, ihr zwei. Sorry, mein Auto ist nicht angesprungen. Hallo. Oh, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit dieser Scheißkarre schon wieder los ist. Oh, das ist lecker. Und? Habt ihr schon alles besprochen? Ja, wir haben selbstverständlich auf dich gewartet. Ach so. Hast du jemanden, der bei Luisa ist? Luisa ist 13. Ja, mit 13 ist es vielleicht auch ganz nett, wenn einem jemand Gute Nacht sagt. Nicht die Tour, bitte, ja. Die ist gerne alleine zu Hause. Was meinst du, wie mich das mal genervt hat, dass ich nie alleine war? Ständig wart ihr da, Mama und du. Guten Abend. Oh. Guten Abend. Dankeschön. Wow, sind das Euro oder Lire? Natürlich Lire, Schatzi. Ganz im Ernst, Kathi, bestell mir mal ein Köpfchen Baguette, das ist, was ich mir leiste. Ich lade euch selbstverständlich ein, ist doch klar. Laurenz und ich nehmen das Tagesmenü, schließt du dich an? Ich esse doch kein Fleisch. Ich weiß, was du nicht isst. Also wir hätten gerne dreimal das Tagesmenü und für die nette junge Dame hier bitte ohne Fleisch. Und ohne Fische. Das ist mein Sternzeichen. Was sind Sie denn? Jungfrau. Ich kann Ihnen ja mal meine Telefonnummer geben. So, können wir jetzt anfangen? Ich muss leider das Handy anlassen. Wir haben gerade eine ganz wichtige Geschichte laufen. Ach, lass gut sein, Kathi. Bei dir ist doch immer gerade irgendwas ganz Wichtiges los. Das unterscheidet dich von Laurenz und mir. Du bist wichtig, Tag und Nacht. Also, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Was haltet ihr von 6 schicken Weingläsern? Okay. Oder eine schöne Wolldecke. Eine schöne Küchenmaschine. Ja, sie kocht doch gern. Sie kocht überhaupt nicht gerne. Sie tut es, weil sie nichts anderes kann und es schmeckt doch auch nie. Eine Wolldecke mit einem Kärtchen drauf. Alles Liebe zum 65. Geburtstag, ne? Ihr wisst doch, dass die Sache damit nicht erledigt ist. Sie wird ein Fest erwarten. Ja, stimmt. Aber sie wird das Gegenteil behaupten. Eine Inszenierung. Können wir das einfach wie jeder andere. Ein Bekenntnis der Liebe. Hallo, ich muss hier raus. Warum musst du denn jetzt hier plötzlich raus? Weil ich letztes Jahr mit dem Typen da zusammen war. Ich hab den total geliebt. Ich wollte ein Kind mit dem. Mir hat er gesagt, dass er für sowas noch nicht reif genug ist. Jetzt sitzt er da mit dieser schwangeren Tuss und macht hier bestimmt gleich einen Heiratsantrag. Nee, die Scheiße tue ich mir nicht an. Ich warte draußen auf euch, ja? Ja, dann müssen wir wohl die Lokalität wechseln. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich finde doch an jeder Straßenecke irgendeinen Ex-Lover. Und die wollten doch hier auch mal schön essen. In erster Linie wollten wir mal eine schöne Idee. Am allermeisten von uns wünscht es Zeit. Zeit, die wir mit ihr verbringen. Ja, das stimmt. Sie ist viel zu viel alleine. Meine Assistentin hat sie neulich erzählt, dass sie sich eine Musterwohnung in so einer Seniorenresidenz angeguckt hat. Ja. Die hat neulich nachts einen Notarzt gerufen, ne? Was? Was? Ja, hat sie so nebenbei erzählt. Ich habe da nachgehakt, aber war gar nichts weiter. Bisschen erhöhter Blutdruck oder so. Und sie spendet für herrenlose Hunde auf Mallorca. Das ist vielleicht mal strange, oder? Ja, aber ich meine, 65 ist ja noch kein Alter, um merkwürdig zu werden, oder? Da starten andere noch mal richtig durch, gründen Firmen, machen Weltreisen, kandidieren für Landtagswahlen, was weiß ich. Okay, Leute, wir schenken ihr Zeit. Der Geburtstag ist an einem Samstag. Wir laden sie ein, das ganze Wochenende mit uns zusammen wegzufahren. Von Freitag bis Sonntag. Also wir drei, Luisa natürlich und die Mutter. Oh, nee, wartet mal, das wird tendenziell langweilig. Jeder von uns darf noch einen Überraschungsgast mitbringen. Für Samstag, also quasi als Geschenk. Ja? Ja, entzückend. Wir sollen das bezahlen. Das wird uns nicht viel kosten. Wir fahren nach Eidenried. An den See? Ja! Vergesst es. Das Haus ist eine einzige Baustelle. Da regnet's rein. Nee, da war irgendwas anderes. Ja, egal. Ich versuche sie schon die ganze Zeit zu überreden, dass sie das Haus verkauft. Ich würde ihr dabei ja helfen. Ja, sie fährt da halt nicht alleine hin. Es ist ihr viel zu viel.
Die ganzen Erinnerungen und so, wir haben sie da ja auch nie groß unterstützt. Ja, das können wir doch jetzt für sie ändern, oder? Ja. Ja, stimmt schon. Und Ingrid war es immer toll. Mami hat mir da das Schwimmen beigebracht. Und sie war doch da immer ganz glücklich mit Papa, oder? Ja. Hm? Wir alle waren da glücklich. Ja. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte da eine Bitte. Meine Kinder haben mir eine Videobotschaft geschickt. Sind Sie am Mutz? Ja. Das ist kein Video. Ach so, ja. Natürlich, das weiß ich ja. Ich krieg's trotzdem bei mir nicht zum Laufen. Okay. Na, schauen wir doch mal. Wollte ich gar nicht feiern. Ein bisschen feiern muss man schon. Das ist ja kein Fest. Ja. Das hat sich bestimmt meine Älteste ausgedacht, die Katrin. Da. Bei der muss es immer so was Besonderes sein. Von daher tippe ich auf Las Vegas. Na, dann Augen zu und durch. Mensch, Mama, hast du deinen Reisepass dabei? Ja, natürlich. Sollte ich doch einpacken, oder? Ich stell schon mal meine Uhr um. Wie viel Uhr ist es denn jetzt eigentlich in... Psst, nicht verraten. Ja, hoffentlich haben wir Glück mit den Walfischen. Kapstadt? Ich habe ja befürchtet, es wäre Las Vegas, aber da gibt's ja keine Wale. Die gibt es aber in Kapstadt, da bin ich ganz sicher. Ach, Kinder, ich freue mich jetzt einfach mal. Lole. Richtung. Einmal links drehen und ein bisschen vor. Voila. Ja, hallo. Hallo, Mama. Hallo. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Freust du dich? Ja, doch schon. Wie siehst du aus? Was ist mit dir? Was soll denn sein? Wollt ihr jetzt bis Sonntagabend hier draußen stehen? Eher erfriere ich, als dass ich hier 65 werde. Ja, dann hüpf halt ein bisschen rum. Hier ist es immer kalt gewesen. Immer. Mami, es ist ein kalter Sommer. In ganz Bayern. Nein, hier ist es immer kälter als irgendwo anders. Was sollen wir denn hier? Schaut euch doch mal um. Das ist kein Heim, das ist eine offene Wunde. Hier ist es feucht und schimmelig und kalt. Dauernd ist irgendwas kaputt. Das Klo, die Dusche, der Mixer. Hast du dich über einen Mixer gefreut? Aber die Natur. Ach, die Natur. Viecher, alles voller Mücken. Mäuse und Ratten unter der Veranda und Marder unter dem Dach. Aber wir dachten, ihr hättet nicht denken sollen. Ihr hättet mich fragen sollen. Ich war nie gern hier. Es sind ja nicht nur die Wände. Das ganze
ganze Haus ist unpraktisch. Der Zaun zum See fehlt. Dauernd muss man aufpassen, dass keins von euch ins Wasser fällt. Mama, wir sind jetzt groß, wir können schwimmen. Ja, das war auch schwierig genug, euch groß zu kriegen. Das kannst du mir mal glauben. Aber davon hast du ja keine Ahnung. Für dich ist das ganze Leben ja bloß ein Spaziergang. Soll ich nicht mal eben nach Einried preschen? Vielleicht haben die ein Zimmer im Gasthof frei. Ach ja, Flohle, mach das mal bitte. Nein, Flohle, das lässt du bitte. Wir haben uns das jetzt hier vorgenommen. Seit wann bist du die Expertin für Konsequenz? Und wir ziehen das auch durch. Also ich habe mir hier gar nichts vorgenommen. Leveln. Das ist mir egal. Möchte jemand Bier? Glühwein wäre mir lieber. Hier gibt es ja nicht mal einen Fernseher. Was soll ich jetzt die ganze Zeit machen? Denk dir was aus. Das kannst du knicken. Bring mich jetzt zum Bahnhof. Ich schlafe bei meiner Freundin. Oder bei Papa. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hast du gehört? Ich will auch zum Bahnhof. Das wird doch nichts mehr hier. Wer fährt uns? Wir warten schon mal im Auto. Macht jetzt hier jeder, was er will. Komm, Luisa, wir gehen. Warum denn nicht in den Gasthof? Oh, wo ist denn Katrin? Da bin ich mal gespannt, ob jetzt einer kommt und uns fährt. Da kommt gleich einer. Meinst du? Das weiß ich. Die halten keinen Streit aus. Wir hätten die Küchenmaschine nehmen sollen. Kommt's noch. Lass sie mal ein bisschen schmollen da draußen, die kommen schon wieder rein. Das halten die nicht lange aus. Gib's endlich zu, Frettchen. Das war eine scheiß Idee. Mann, war's nicht! Was doch? Ach, halt die Schnauze. Jetzt fahr ich. Du hast doch gar keinen Führerschein. Jetzt. Zum Bahnhof komme ich. Aber das ist Laurens Auto. Und ich hab's bezahlt. Fahr jetzt. Bist du nicht? Mamilein, ich bring dich gleich zum Bahnhof, okay? Okay. Aber erst will ich dir noch was sagen. Du hast mir doch immer erzählt, wie das war damals, so kurz nach dem Krieg. Ihr hattet keine Kohlen und auch kaum was zu essen. Und ja, wie die Oma da einfach die Ärmel hochgekrempelt hat und... Und ja, ganz alleine, der Opa, der war ja noch in Gefangenschaft, wie sie da ganz allein die Kinder durchgebracht hat. Und jeden Tag war eine Suppe auf dem Tisch, stimmt's? Mann, komm, Mama, jetzt zeig deinen Kindern und deiner einzigen Enkelin, dass du aus dem gleichen Holz geschnitzt bist. Bin ich deine Oma? Haben wir Krieg? Schau, Mama, die Idee zu diesem Wochenende hier, die kommt von Laurenz. Er hat sich das gewünscht, weil er als kleiner Bub hier so gerne war. Ja, und da haben wir halt gedacht, dass... Ich weiß, das ist ja alles ein bisschen schwierig für dich, aber können wir es nicht trotzdem hinkriegen? Für Laurenz? Hm? Kathi, du sollst jetzt kommen. Essen ist fertig. Thank you.
Süß. Mm. Danke. Komm, Kathi, setz dich. Wir wollen essen. Noch eins? Ein noch, bitte. Du musst auch mal Feierabend machen. Deine Firma läuft auch mal ohne dich. Lasst es euch gut schmecken. Guten Appetit, Kinder. Ebenso. Geh doch ruhig petzen, Missgeburt. Du bist ja sowieso Mamis Liebling. Gebt euch halt mehr Mühe, dann mag sie euch vielleicht auch irgendwann. Nanny, guck mal. Oh, geil! Nein! Nein, Martina. Oh Gott, die Alte. Guck mal, Oma, jetzt brennt es super. Ich habe einen von den Typen da genommen. Sehr gut gemacht. Schau mal, ich habe hier was für dich. Wo hast du das denn her? Das gehört mir. Du denkst wohl, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich leih's dir, damit du darauf spielen kannst. Danke. Mhm. Aber meine Spiele sind ja darauf nicht installiert. Dann geht das gar nicht. Das wusste ich nicht. Schade. Macht nichts. Wer hat eigentlich die Wichte geschnitzt? Die Wichte? Dein Opa. Gerald ist ausgezogen. Dann zu lachen. Willkommen im Club. Man gewöhnt sich sowieso dran, keinen Sex zu haben. Glaube ich dir nicht. Ja, ich mir auch nicht. Eigentlich wollte ich von ihm schwanger werden. Wieso denn schwanger? Spinnst du? Du hast doch Luisa. Naja, eben. Ist doch für sie. Oh, Babys sind so süß. Du hast doch auch ein Schwesterchen. Oh, Gott sei Dank ist Gerald weg. Dafür brauche ich doch Gerald nicht. Hast du all die Jahre gesteckt? Hab dich vermisst. Denkst du daran, sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn? Das sind Inline-Skates. Oh. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ach, Flole. Wenn man gar nicht weiß, wie man sich fühlt, wie alt ist man dann? Mami. Wer ist das denn? Du Heidrun? Wer ist denn das? Ja, Irma. Ich bin's. Was ist Heidrun? Hast du doch gehört? Willkommen, Heidrun. Ich wurde eingeladen.
Von mir, mein Überraschungsgast. Ich möchte dir von ganzem Herzen gratulieren. Möge alles, was du dir wünschst, in Erfüllung gehen. Danke. Kommen noch mehr Überraschungsgäste? Ich würde es ehrlich gesagt begrüßen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Aus der Schule. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht. Ja, und danach haben wir uns nie mehr gesehen, also fast. Hol mal neues Besteck. Danke. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Heidrun. Wirklich. Danke. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich konnte doch nicht ahnen, dass wir nicht unter uns sind. Ich laufe mal schnell hoch und mache mich ein bisschen zurecht. Man macht dir keine Umstände wegen mir. Ist alles in Ordnung. Lorenz, der Jüngste, hallo. Hallo. Hallo, ich bin Annette. Hallo. Das ist meine Tochter, weißt du, dass es mich Jahrzehnte gekostet hat, dich zu vergessen? Okay. Warum tust du mir das an? Schwarz. Ich dachte, du freust dich, sie wiederzusehen. War die nicht beste Freundin? Ja, Katrin, gibst du noch den Kaffee? Reicht das? Ja. Danke. Reicht das? Und dein Geschenk, Heidrun, packe ich später aus. Wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit. Keine Eile. Mama, ich habe gerade vorgeschlagen, dass wir ein Spiel spielen. Kenne ich aus meiner Heilpraktiker-Ausbildung. Also, jeder von uns sagt zu einem, wenn du ein Möbelstück wärst, dann wärst du ein... Ja, dann halt irgendein Möbelstück. Das ist total lustig, weil man erfährt total viel drüber, wie die anderen einen sehen. Könnte man auch sagen, du wärst eine Kloschüssel? Ja, klar. Das wäre sogar ganz interessant, weil wenn du mich zum Beispiel als Kloschüssel siehst, würdest du damit ausdrücken, dass du mich brauchst. Solche Feedback-Einheiten mögen in der Heilpraktiker-Ausbildung gerade mal angekommen sein, ja? Im modernen Personalmanagement sind sie längst ein alter Hut. Katrin, kannst du nicht einfach mal... Ja, ich finde es aber aus einem anderen Grund nicht gut, weil ich würde nämlich sagen, in meinen Augen ist Mama ein Waffenschrank und dann würde sie heulen. Das finde ich an ihrem Geburtstag nicht so besonders passend. Warum gehen wir denn nicht raus? Deswegen sind wir doch hier, oder? Ein Spaziergang. Das ist die richtige Idee, Katrin. Luft ist das, was wir alle brauchen. Und jetzt? Jana, komm. Kann ich diese Stiefel haben? Sind die nicht zu groß? Die haben mein Vater gehört. Ach, Franks Stiefel. Die waren mir noch nie zu groß. Im Gegenteil. Ich fand immer, dass er auf zu kleinem Fuß lebt. Sie scheinen ihn ja ganz gut gekannt zu haben. Mhm. Aber das ist eine alte Geschichte. Die wollen wir doch jetzt nicht aufwärmen, was, Ämmchen? Eine Zeit lang schaue ich mir das noch an. Und dann bestimme ich, wer mein Nachfolger in der Firma wird. Es macht mir Spaß, die jungen Leute rumzuscheuchen. Ihnen das abzuverlangen, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Also, wenn ich nicht schon meine eigene Firma hätte, ja, dann würde ich mich bei dir bewerben. Du bist doch kein Angestellten-Typ. Ja, das hast du gut erkannt. Ein bisschen Bewegung würde Luisa auch gut tun. Ach, lass sie doch. Das weiß ich noch, diese ewigen Spaziergänge. Manchmal muss man Kinder zu ihrem Glück zwingen. Das war aber kein Glück, ich hab's gehasst. Ach, was du alles gehasst hast. Scheiße. Du musst trockenes Holz nehmen. Danke, Klugscheißer. Bitte, Knecht. Lara Croft. Helen, mein Überraschungsgast. Hat die auch mit Oma Abitur gemacht? Hey. Voilà. Ist keiner da. Oh. Komm. Oben, 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 oben. Länger allein in diesem nackten Nest, dann ich wäre im Flug. Oh, Vorsicht! Ich stamme auch aus dem Schlangengeschlecht. Nein. Du stammst aus dem Geschlecht der Göttin.
Und was war er jetzt mit Heidrun und Papa? Die sind miteinander gegangen. Ach, echt? Vor oder während dir? Vorher natürlich, also bitte. Sie hat ihn direkt nach dem Abitur abgelegt. Ich habe meinen Vater immer bewundert. Er hat einfach klasse. Er hatte klare Ansichten, an denen konnte man sich reiben. Das war nicht so ein Wischiwaschi. Er war streng, aber das war gut für mich. Du warst sicher seine Lieblingstochter, ne? Nein. Wir waren uns nur sehr ähnlich. Ja, und du bist sicher, dass da nichts mehr lief zwischen ihr und ihm? Wie redest du denn von deinem Vater? Ja, komm, war doch ein Mann, oder? Weißt du was? Du tust mir leid. Wirklich. Sagtest du Herzinfarkt? Ja, ganz plötzlich. Mitten im Umbau von unserem Haus. Ist jetzt 9 Jahre her. Aber andererseits, mein Vater jetzt so als nörgelnder Rentner, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht alle Rentner nörgeln. Sag das mal meine Mutter. Sicher nicht. Hallo? Bist du ganz allein zu Hause? Wie heißt du? So eine über mein Leben Party. Seit 9 Jahren steht das Haus jetzt leer. Keiner nutzt es. Das ist doch absurd. Ich guck mal, ne? Ja. Ich weiß nicht, was Frank sich dabei gedacht hat, aber so renoviert man keine Häuser. Ist ja komplett vermurkst. Das musst du abreißen. Wieso das denn? Ja, selbstverständlich baust du das neu. Die Lage hier ist doch gar nicht zu toppen. Das ist so ein Niedrigenergiehaus. Da gibt's doch schöne Förderungen. Und was soll ich damit? Du lernst einen tollen Mann kennen und verbringst die Wochenenden mit ihnen in dem Haus. Mit LCS. Und was? Life-changing Sex. So ein Quatsch. Sag mal, ist das nicht die Kleine? Mit einem Mann? Luisa? Wer ist denn das? Das ist doch nicht Laurent. Wo ist denn Laurent? Geh nicht ran. Scheiße, Laurent, geh doch ran. Komm. Was denn? Ist was passiert? Lisa ist bei einem Mann ins Auto gestiegen. Was? Die blaue Volvo kommt. Ist das vielleicht ihr Vater? Ich weiß nicht, was Martin jetzt für ein Auto fährt. Der weiß auch gar nicht, wo wir sind. Vielleicht hat sie ihn angerufen, dass er sie abholen soll. Ja, sie wollte doch weg. Ruf ihn an. Ich hab gesagt, wir hätten sie mitnehmen sollen auf den Spaziergang. Oh, was denn jetzt mit Laurenz? Ja. Warum geht er nicht ans Telefon? Der geht drüber ans Telefon. Oh, Mailbox. Hallo Martin, hier ist Annette. Ruf mich bitte sofort an, die Lou ist weg. Laurenz, verdammte Scheiße. Hat ihr? Los, komm. Komm. Die ist nicht unten, die ist zu einem Mann ins Auto gestiegen, ja? Wenn du hier rummachst, oder was? Hallo, ich bin die Ellen. Hallo. Ich dachte, die kann man ruhig mal eine Runde alleine lassen. Die ist ein Kind, Mann, die ist 13. Kathi, was machen wir jetzt? Wir rufen die Polizei. Zum Glück nehme ich die Pille. Viel Glück. Ich habe keine Ahnung, wir haben das alles zu Hause gelassen. Haben Sie vielleicht sonst ein Foto von Ihrer Tochter? Es würde uns sehr helfen. Ruf einfach, wenn sie sich bei mir meldet, ja, dann ruf.
Achtung. Dunkelblauer Volvo Kombi, älteres Modell. Dachgepäckträger, das Nummernschild konnte ich nicht erkennen. Also, ich habe gerade mit dem Vater von Luisa gesprochen. Hm. Bei ihm ist sie nicht. Meine Schwester hat schon mit den Freundinnen von Luisa telefoniert, ob sie vielleicht wissen, aber sie haben auch keine Ahnung. Hm. Ich rufe jetzt am besten die Krankenhäuser an, oder? Hm. Okay. Warum entführt denn jemand unser Kind? Wir sind doch gar nicht reich. Oder war das irgendeiner von diesen Perversen? Mama, Luisa ist ein ganz, ganz starkes Mädchen. Und sie weiß ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Reifenspuren. Okay. Sie müssen die Spuren vor der Türe sichern, bevor es anfängt zu regnen. Danke, wir werden das veranlassen. Was hat das Kind an? Grünes Tanktop, Jeans, Shorts, Chucks. Nein, sie hatte keine Shorts an. Das war doch ein Rock. Das waren Shorts. Nein. Aber natürlich war es Shorts. Ein Rock? Nein, Shorts. Ja, schreiben Sie auf. Nein, es war ein Rock. Oma? Warum ist hier denn Polizei? Mein Gott, mein Kind. Da bist du ja. Nettie, sie ist wieder da! Oh, Scheiße, wo warst du denn? Bist du wahnsinnig? Ich war doch nur mit mir. Day and stay. Wah, wah, wah. Du? Hallo. Mann, ich wusste nicht, dass du kommst. Du hast mich doch eingeladen, Süße. Oder? Du hast dich nicht zurückgemeldet. Ich war ja, aber ich habe einmal das Navi eingestellt und dann bin ich losgefahren worden. Bist du der Junge aus Aarhus? Der Junge aus Aarhus. Er hat ein ganzes Jahr bei uns gelebt. Da wirst du doch wohl wissen, wie er heißt. Ne? Baptiste. Ja. Das wird dann wohl geklärt. Herzlich willkommen. Danke schön. Mein alter Austauschschüler. Lorenz! Alles klar? Baptiste, wie geht's deinen Eltern? Mutter ist leider letztes Jahr gestorben. Das ist nicht eine tolle Überraschung, dass er gekommen ist. Oma, wann machst du dein Geschenk auf? Bald, Schätzchen, bald. So groß geworden. Eine kleine. Also, ich bin ja nicht die Gastgeberin, aber vielleicht sollten wir... Du hast vollkommen recht. Wir trinken jetzt einen Schluck Sekt auf den Schritt. Ja, ich hab doch welchen. Ich mach das. Schließlich feiern wir noch einen Geburtstag. Ne? Schöne Gläser haben wir hier leider nicht. Ich hatte ja gehofft, dass ich ein paar neue Gläser bekomme. Aber es ist schön, dass ihr hier seid. Wirklich, das ist gut. Heidrun muss ja denken, wir sind völlig... Wir freuen uns alle, dass du wieder da bist. Aber diese Stunden, in denen wir nicht wussten, wo du bist und ob dir gerade irgendwas ganz Furchtbares passiert, die wollen wir nie wieder erleben. Ist dir das klar? Ja, und was kannst du tun, dass das nie wieder vorkommt? Weiß nicht. Ja, dann denk mal nach. Zettel schreiben. Gute Idee. Und was hätte dann auf dem Zettel gestanden? Ich kaufe ein Geschenk für Oma, bin bald wieder da. Versprichst du, dass du das das nächste Mal machst? Und nie wieder bei fremden Männern ins Auto steigst? Er hat gesagt, er ist ein Freund der Familie. Ja, das hätte gelogen sein können. Okay. Ich wollte mit dir mal über Oma reden. Weißt du eigentlich alles über sie? Kathi! Luisa, kommt mal, wir wollen anstoßen! Ja, wir kommen! Komm. Ein Austauschschüler. Danke. Wo sind die denn? Katrin? Ja, komm. Wo wart ihr denn? Danke. Also. Ich hab doch Champagner gesagt. Ach, lass mal gut sein, ist doch immer egal, wie teuer der Sekt war. Genau. Prost, Mama. Na dann. Moment. Ja, komm. Also, herzlich willkommen nochmal, Heidrun, Baptiste. Schön, dass ihr da seid. Es ist nicht Kapstadt, aber es ist sehr schön. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Meine Kinder. Ich bin so stolz auf euch. Und ja, es stimmt. Ihr könnt alle schwimmen. Alles Gute. Prost. Ja, wie böse. Ich wollte noch was sagen. Ich bin jetzt 65 und das ist ja auch ein Alter, über das man sich freuen sollte. So eine Art Meilenstein. Höre ich so bei anderen. Wo man Pläne schmiedet und das Alte über Bord wirft und was Neues beginnt, also beginnen sollte. Und... Was ist das denn? Guten Tag zusammen. Hört denn das gar nicht mehr auf? Das ist Helen, mein Überraschungsgast. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Sind Sie eine Kommilitonin von Laurenz? Nein, ich studiere Architektur. Aha. Helen ist meine Liebste. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, um sie euch vorzustellen. Hast du schon geschlafen? Bist du hungrig? Mm-mm. Also ich könnte eine Kleinigkeit vertragen. Ach, Flohle hat Hunger. Das ist ja schön. Immerhin hatten wir ja die Polizei im Haus.
Also gut, ich bereite ein bisschen was vor. Einen kleinen Imbiss, ein paar Brötchen. Ihr ruht euch aus oder auch nicht. Jeder macht jetzt, was er will. Prost. Prost, Patrick. Ihr lasst sie die ganze Arbeit alleine machen? Was seid ihr denn für Typen? Du hast vollkommen recht. Ich helfe. Ich geh schwimmen. Kommst mit? Na klar. Danach sind die Brote fertig, ne? So, darf ich auch mit schwimmen kommen? Klar. Ach, schön. Hallo. Baptiste. Helen. Freut mich. Ja. Was ist mit Ihnen? Oh ja. Gerne. Cool. Kommst du mit? Ja. Überhaupt nicht in Frage. Es ist Mamas 65. Geburtstag. Den richten wir für sie aus und nicht umgekehrt. Mach dich mal locker, Kathi. Ist doch alles in Ordnung. Jetzt echt mal, lass sie doch machen. Ich finde jetzt auch teure riesigen Fleischberge zu gut sind. Na? Das glaube ich nicht. Wir drei klären jetzt erstmal, wer wann was kocht. Und dann könnt ihr sonst wohin schwimmen. Bis später. Ich komme gleich nach. Mhm. Ich mache eine kräftige Fleischbrühe. Die kann man immer vertragen. Mama, du musst nicht kochen. Jetzt ruh dich doch mal aus. Hm? Mach ein Mittagsschläfchen mit Luisa. Ja, komm. Ich nehme das Bett von dem toten Opa. Ach, das wolltest du gestern auf keinen Fall. Heute aber. Und dann machst du mein Geschenk auf, Oma. Selbstverständlich koche ich. Das habe ich doch immer gemacht. Oder habt ihr nicht genug Essen eingekauft? Hab ich genug Essen eingekauft? Ja. Seit Tagen schleppe ich hier die Sachen an. Ich alleine. Die beiden hatten ja keine Zeit. Was machst du denn? Die müssen ja Karriere machen. Aber dem doofen Nettchen, dem faxt man halt eine Liste und dann latscht die los. Und fehlte was auf der Liste? Ja, das kenne ich. Frag mich mal. Ich frag dich aber nicht. Ich habe Jahre meines Lebens vor der Wursttheke im Supermarkt verbracht. Die waren wahrscheinlich deine Besten. Ja, die mit deinem Vater, Kathi. Ich krieg von jedem von euch noch 120. Danke für deine Mühe. Bitte gerne. Ich bin gerade nicht flüssig. Wie bitte? Laurenz? Aber, Florian, ich hatte ein paar außerplanmäßige Ausgaben. Ja, Helen ist keine Frau, die man zum Imbiss ausführt. Was? Mama, komm, geh ein bisschen schwimmen. Hm? Also. Ich war genau in dem Jahr bei der Familie, als der Vater starb. Nun, dir. Mhm. Du sagtest, ich war 17. Einmal habe ich die Mutter voll betrunken von der Kehlertreibe ausgesammelt. Du kannst ja nachher beim Essen mal ausführlich erzählen. Ja, sicher. Ich habe sie ins Bett geschleppt. Musst du schwören, es niemandem zu sagen. Mhm. Kurz darauf habe ich meine Unschuld verloren. Im Bett der Mutter? Mm-mm. Große oder die kleine Schwester? Die wohnten beide nicht mehr zu Hause. Ich kam jeden Sonntag zum Mittagessen. Okay. Dann werde ich nachher mal fragen, wer von beiden sich nach Braten und Rotkohl den kleinen Dänen vorgeknöpft hat. Ja. Alle in dieser Familie lieben ehrliche Antworten. Okay. Ich gehe da jetzt nicht rein.
Komm, wir gehen woanders hin. Wir sind doch nicht verrückt, oder? Ich kann nicht alles alleine machen. Sie hört doch nicht, aber... Komm, Viola, die frisst ja aus der Hand. Ja, aber von dir muss auch mal was kommen. Ich meine, sie sieht doch jetzt selbst, was für ein Klotz am Bein das Haus hier ist. Und die Kerbe musst du schlagen. Sagst du, Mamilein, lass den Laurenz mal das Haus verkaufen. Der schlägt einen guten Preis raus. Naja, da kann sie uns gleich das Erbe vorzeitig auszahlen. Das ist doch steuerlich viel besser. Wir brauchen doch jetzt Geld und nicht in 10 oder 15 Jahren, oder? Kann sein. Aber du bist einfach nur strunzdoof. Ich geh jetzt schwimmen. Ich kann Hell nicht ewig warten lassen. So, alle die Bären und Hasen verlassen. Sofort die Küche. Komm, 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 komm. Geh raus, hier kommt der Koch. Nee, ich koche. Du kannst mir gerne helfen. Nee. Bei uns ist es üblich, dass die Gäste kochen als Dach. So ist das. Ich hab dänische Vorfälle. Kommt nach uns, das weißt du doch. Ja, komm, geht raus. Hat Spaß, geht schwimmen. Es ist mit eurer Chefin abgesprochen. Also, Chefin, wir sind das sein. Okay. Hey, bitte, das hier ist mein Geschenk. Na? Okay, alles wird gut sein. Okay. Guck mal, dicker, großer Frischfisch. Fisch im Salzmantel. Das machen wir. Das klingt gut. Ja, oder? Aber kannst du eigentlich kochen? Was denn? Ob du kochen kannst? Also ich hab's noch nie ausprobiert, aber... Ich auch nicht. Es ist also in Dänemark so üblich, ja? Ja, sie hat halt dänische Vorfahren. Und ab geht der Fisch. Was machst du eigentlich an deinem 65. Geburtstag? Ab heute weiß ich, was ich ganz bestimmt nicht tue. Zwischen dir und Mama läuft es irgendwie nicht so rund, oder? Kann es sein, dass sie... Nein. Das bin ich gewohnt von gleichaltrigen Frauen. Aber den muss man sich auch erst verdienen. Oma? Danke, Kind. Warum schenkst du mir eine Bibel? Ich habe mal gehört, dass da Sachen drin stehen, die Leuten helfen, wenn sie was Schweres vor sich haben. Als Hilfe. Warum man sterben muss und so. Ja. Ja. Wo hast du die her? Die Geschäfte waren schon alle zu. Aber dann haben wir noch eine Kirche gefunden. Und hast du die geklaut? Ja, für dich. Das da? Tuja. Das wächst auf Gräbern. Riechst du das? Da brennt was an. Überraschungsgast, Mann. Was ist das? Eine Billig-Barbie. Oh Gott, Scheiße. Ja, jetzt hab ich fertig. Oh Mann, oh. Ihr habt den Fisch in Streusalz gebacken, damit wir nicht drauf ausrutschen, oder was? Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja, kann mal jemand den Ofen weg aus? Hey, ich kann auch Kartoffeln machen. Quark. Streusalz. Ja, Katrin Bergner hier. Hätten Sie vielleicht einen Tisch für 8 Personen? Heute Abend? 20 Uhr so? Danke.
Dankeschön. Ja, also damit es keine Missverständnisse gibt, ne? Die Einladung geht auf mich. Ja, auf wen sonst? Setzt die doch eh von der Steuer ab, oder? Die röste ich euch morgen zum Frühstück. Entschuldigung. Ja. Könnte ich noch ein bisschen Brot haben? Aber gerne. Danke. Ich würde das am liebsten nehmen. Ja, oder? Der Laurenz war ja schon immer ein ganz besonderer Junge. Was heißt denn wahr? Na, für ihn galten einfach ganz andere Maßstäbe. Wenn er zum Beispiel eine 3 in Erdkunde geschrieben hat, ja, dann wurde das gefeiert wie der erste Preis bei Jugendforsch. Dankeschön. Das hat er im Kindergarten gezeichnet. Was meinen Sie? Was ist das? Ein Hase. Falsch. Es sind 3 Hasen. Die beiden anderen haben sich hinter dem ersten versteckt. Aber sonst scheinen Sie ja recht clever zu sein, liebe Ellen. Helen. Helen. Sich einen angehenden Radiologen zu angeln. In unserem kranken Gesundheitssystem ist Gerätemedizin die einzige Chance, auf einen grünen Zweig zu kommen. Ich hoffe doch sehr, dass ich mein eigener grüner Zweig sein werde. Ja. Vielleicht hätte ich auch so gedacht. Wenn ich keine Kinder gehabt hätte. Ich habe gerne auf eine Karriere verzichtet. Und ich finde immer noch, es war die richtige Entscheidung. Schauen Sie mal. Das war unser Nettchen. Sie war so... Oh, Mama, jetzt hör doch mal. Ganz besonders hübscher Teenager. Das ist peinlich. Ich finde, Annette sieht heute immer noch gut aus. So im Vergleich. Danke, Lu. Tja, wenn das mit dem Gutaussehen mal getan wäre, was, Nettchen? Ich meine, davon kannst du ja ein Lied singen. Wie meinst du das? Entschuldigung. Dass man damit allein auf Dauer auch keinen Mann halten kann. Aus Erfahrung kannst du da ja nicht sprechen. Dein Äußeres war sicher nicht der Grund, warum Papa bei dir geblieben ist. Nein, es waren die Kohlrouladen. Stimmt. Entschuldigung. Haben die Herrschaften schon ausgesucht? Ja, na, haben Sie keine Scampi? Na, oder denn? Es ist kalt hier, findet ihr nicht? Selbstgekocht ist halt doch noch mal was anderes. Es tut mir leid, dass es dir nicht schmeckt. Der Hunger treibt's rein. Also eins muss man dem Nettchen jetzt doch mal zugutehalten. Sie ist eine gute Mutter. Das habe ich aber von dir auch schon anders gehört. Nein, da lasse ich nichts auf sie kommen. Und es war auch wirklich nicht immer einfach, das Kind alleine großzuziehen. Also gut, ab und zu habe ich ja auch unter die Arme gegriffen, aber im Prinzip... Ja, ne? Muss man doch echt mal sagen, meine Lu ist ein Knaller geworden. Und dafür schuldet ihr der Rest der Welt ewigen Respekt, ne? Das war die Leistung deines Lebens. Ne? Da kann man auch noch mal richtig nachlegen. Ganz toll, Nettie. Bloß kein Neid, Katrin. Das kann nicht jeder so egoistisch sein wie du. Und jetzt hat sie ja auch diesen Gerwald. Es gibt ja auch eine gewisse Stabilität. Also egoistisch finde ich, wie du dein Kind wie so eine Trophäe vor dir herträgst. Egoistisch finde ich, was du jetzt noch vorhast. Einfach so. Ist ja so süß, ne? Ganz egal woher. Du denkst doch nicht eine Sekunde an das Kind. Doch, das tut sie. Und zur Not bin ich ja auch... Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Du bestehst doch eh nur aus Angst. Wenn es nach dir ginge, du würdest doch jeden Furz planen wollen. Mann, das Leben, das kannst du nicht planen. Das kannst du nur leben. Ich wünsche dir echt, dass du das irgendwann mal begreifst. Das finde ich auch. Du arbeitest zu viel, Katrin. Schau dich doch an. Du lebst doch nur noch für deine Firma. Das ist doch kein Wunder, dass du niemanden kennenlernst. Du bist viel zu... Also nimm mir das nicht übel, Kathi, aber dieses... Selbstständige, das mögen die nicht, die Männer. Die wollen doch Beschützer sein. Auch wenn Katrin das Thema Kinder für sich abgehakt hat. Das glaube ich doch gar nicht. Im Grunde genommen will das jede Frau. Deshalb hat sie doch so ein Patenkind, so ein dritte Welt-Haschall. Das kann man ja nicht mal anfassen. Dabei könnte sie doch selbst... Aber sie findet ja nur keinen Mann. Das ist doch der Punkt. Was ich sagen wollte ist, rechne mal damit, dass du noch mehr Enkel bekommst, Mami.
Was, Flohle? Heißt das, dass du und diese Ellen? Helen. Helen. Plant ihr oder seid ihr? Wir planen. Nein, nicht vor der Approbation. Das ist auch eine finanzielle Problematik, ne? Das ist ja nett. Kochen müsste sie noch lernen. Wo ist sie denn überhaupt? Mach dich frisch, nehme ich an. Wusste ich's doch. Die guckst. Sag mal, wollen wir ein Zimmer mieten? Lieber woanders, oder? Ja, meinst du? Guck mal, Hagen nicht in Ordnung? Und, war es recht? Ja, sehen Sie ja, ne? Danke. Schön. Emmchen, ich habe eine Nachricht bekommen von dem Heim, in dem mein Vater lebt. Es geht ihm nicht gut. Sie wollen, dass ich gleich komme. Ach, das tut mir leid, Heidrun. Und da sitzen wir hier und feiern. Ich würde es mir vielleicht nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht abreisen würde. Ja, da musst du hin, natürlich. Dein Geschenk habe ich noch immer nicht ausgepackt. Das mache ich gleich morgen. Wir sind eine ganz schön lebhafte Familie. Ist alles gut. Sind deine Kinder auch so? Ach, naja. Und dein Mann? Wir sind geschieden. Schade. Aber Heidrun, das mit Frank und dir, das wäre nicht gut gegangen. Ich habe ihn dann ja später richtig gut kennengelernt. Ein paar schöne Stunden konnte man mit ihm haben, manchmal. Ich habe halt ein anderes Leben geführt als du. Ich muss zu meinem Vater. Ja, natürlich. Danke, dass du da warst. Hey? Schatz? Hey? Nimm noch eine Flasche. Kommt sofort. Ich auch. Okay. Ja, die sind noch bestimmt ein Geschenk besorgen. Eine Torte, aus der jemand rausspringt. Schließlich haben sie das auch mit dem Essen versaut, ne? Haben die Luisa mitgenommen? Wo ist sie denn schon wieder? Auf dem Klo jedenfalls nicht. Sie ist in meinem Auto und hört Musik. Ach so. Seid ihr alle satt geworden? Tu, was du nicht lassen kannst. Bist du jetzt wirklich alt genug? Aber heute geht dir ja nicht mehr raus. Vergiss dein Schaden. Ist das einmal wieder klüger und wir, ne? Und wir alle auf dem Klo. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Warum hackt ihr dauernd auf mir rum? Wer war denn derjenige, der euch immer alles verboten hat? Dem ihr es nie recht machen konntet. Geht doch auf den Friedhof. Beschwert euch doch bei eurem verehrten Vater. Jetzt sage ich euch mal was. Dafür seid ihr jetzt wirklich alt genug. Ein impotenter Misanthrop war er. Und jetzt schleppt er mich ausgerechnet an den Ort, an dem er der Einzige war, der sich wohlgefühlt hat.
Herzlichen Dank. Für mich war hier nie Urlaub. Und die Ehe mit ihm war das Letzte. Vielen Dank, dass er mich an all die vergeigten Jahre erinnert. Ja, oder nicht rum, jetzt einfach gehen können. Ich hatte 3 Kinder, für die ich da war. Für euch bin ich geblieben. Jetzt hör doch mal auf mit diesem Opfergetue. Jetzt mal ganz im Ernst. Was machst du den ganzen Tag? Gib mir mal einen Grund, auf dich stolz zu sein. Lass uns mal zahlen, Katrin. Warum macht ihr das mit Oma? Warum seid ihr so gemein zu ihr? Ach komm. Wer so hart austeilt wie sie, der muss auch einstecken können. Morgen ist alles wieder gut. Morgen ist nichts wieder gut. Deine Oma ist meine Mutter. Du gehst mit deiner Mutter auch manchmal ganz schön biestig um. Das kann man aber nicht vergleichen. Und warum nicht? Annette stirbt nicht. Ja, Oma doch auch nicht. Das denkst du. Die Kontaktlinsen sind noch da. Die Kontaktlinsen sind noch da? Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Du machst es aber echt spannend. Wirst gleich sehen, warum. Scheiße. Der Akku ist leer. Die hat sich wieder so ein Billigteil anbringen lassen. Egal. Das ist Omas Laptop. Omas Laptop? Ich habe mir das mal angeschaut. Der war komplett leer. Aber dann habe ich im Papierkorb was gefunden. Omas Tagebuch. Na, dann beschwert sie sich bestimmt über mich, dass ich keine Kinder kriege und ihre dämlichen Kohlrouladen verschmähe. Nein. Da schreibt sie, dass sie unheilbar krank ist und bald sterben wird. Was? Du musst mit Annette und Laurenz reden. Ihr habt sie schlecht behandelt. Und dann geht ihr zu ihr und macht alles wieder gut. Aber davon hat sie doch nie was gesagt. Ey, und wenn Helen nicht zurückkommt? Mein Gott, hast du ein Problem weniger. Und was denn für ein Problem? Impotenz ist erblich, ja? Wir haben sie gerade rausgefunden. Aber du schwänzt dir alle Vorlesungen. Nein, ich weiß das. Ich freue mich drauf. Aber du weißt hoffentlich, was mütterlicherseits auf die Töchter vererbt wird. Ein schweres Klimakterium, das mit 40 beginnt. Wie alt bist du jetzt? Und nach 30 Jahren wieder endet. Mit allen Begleiterscheinungen. Gelenkschmerzen, Neigung zur Depression, Verlust der Libido. Gott sei Dank. Dann ist mal Ruhe. Her zu mir. Ich weiß Bescheid. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, wie wahnsinnig leid es mir tut. Und wenn ich das gewusst hätte, dann was denn? Dass du so krank bist. Bin doch gar nicht krank. Ich muss mir nichts mehr vormachen. Ich bin ja froh, dass ich es weiß. Luisa hat dein Tagebuch gefunden. Ein Tagebuch? In deinem Laptop. Was? Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich weiß nicht mal, wie das angeht. Du hast nie darauf geschrieben. Nein. Ich habe
das auf dem Kirchenbasar gekauft. Da war ein Gemeindemitglied verstorben und die haben alles verkauft für einen guten Zweck. Und da habe ich gedacht, das könnte ich vielleicht Luisa schenken, aber die hat ja schon was viel Besseres. Du bist furchtbar. Oh, ich liebe dich. Und du bist wirklich nicht krank? Nein. Ich krieg nur allmählich so rissige Haut an den Fersen. Und warum sitzt du dann hier allein und weinst? Ich wein doch gar nicht. Ich schäme mich nur wegen der Decke hier. Die hat Heidrun mir geschenkt und ich habe mich nicht mal bedankt. Und dabei mag ich sie, also die Decke. Das ist doch egal, das kannst du doch immer noch machen. Und ich schäme mich noch viel mehr, weil ich so scheußlich zu dir war. Was ich alles gesagt habe mit deinem Patenkind und den Männern und dir. Ja, das hat wehgetan. Entschuldige. Das habe ich doch alles gar nicht so gemeint. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich war so wütend. Auch auf Heidrun. Die ist so selbstverständlich und so elegant und sie ist wie du, Kathi. So frei. Ihr macht, dass ich mich klein fühle. Und dabei bin ich so wahnsinnig stolz auf dich. So stolz. Und das ist in Ordnung, dass du keine Kinder hast, Kathi. Du bist gut so, wie du bist. Du bist nicht klein. Du bist meine Mama. Die brennen ziemlich gut, die Wurzelwichte von Frank, oder? Stimmt. Hast du das gemacht? Schmeckt richtig gut. Mama, wen hättest du denn eingeladen zu deinem Geburtstag? Ich? Vielleicht den Mann aus dem Plattenladen. Den Mann aus dem Plattenladen? Welcher Plattenladen? Kenn ich nicht. Kannst du mal sehen. Ich spare jetzt auf Kapstadt. Habe ich mir überlegt. Deswegen will ich auch das Haus hier verkaufen. Ach, Kapstadt? Echt? Ich will nicht mehr euer Dukatenesel sein und auch nicht eure Mülltonne. Komm, das kannst du uns jetzt nicht vorwerfen. Du hast doch immer deine Hand aufgehalten. Haben wir unseren Müll halt reingelegt. Das stimmt. Alles ist gut. Ja. Jetzt küss mich auf die Stirn und sag, träum was Schönes, mein Kind. Träum was Schönes, meine kleine Lou. Eigentlich bist du ja gar kein richtiges Kind mehr, nur noch so ein bisschen. Aber du bist eine richtige Tante. Meine Lieblingstante. Das freut mich. Ja, stimmt ja auch. Am liebsten würde ich immer ein kleines Mädchen bleiben. Das macht nichts, mein Schatz. Es gibt so viele Männer, die kleine Mädchen heiraten wollen. Du wirst einen finden. Ich war auch immer ein kleines Mädchen, bis heute. Jetzt habe ich Angst vorm Sterben. Nee, Mama, die Platte ist noch nicht dran. Dein Thema heißt nicht Sterben, sondern Perspektive. Darüber kannst du nachdenken. Es macht doch auch Spaß. Was? Ja, du könntest zum Beispiel eine Hausaufgabengruppe machen. Ja, wirklich! 2-3 Kinder aus der Nachbarschaft, die kommen nach der Schule zu dir. Du kochst ihnen was und machst zusammen mit denen Hausaufgaben. Echt, Mama? Das konntest du mal total gut mit uns Hausaufgaben machen. Das lässt du dir aber bezahlen, ne? Oder eine Obdachlosenhilfe.
Ja, oder bei einer Tafel. Es wäre bestimmt gut für dich, wenn dein Tag so strukturiert wäre und du anderen Leuten helfen kannst. Das kannst alles du später so machen, Kathi. Wenn du 65 geworden bist. Sag mal, dass Helen und Baptiste sich vielleicht doch verfahren haben, das kann nicht sein. Ach, Flole. Die war einfach schneller als ich. Die Koksachen. Muss ich mir wieder eine neue Freundin suchen? Ist so anstrengend. Das Reden, Verabreden, Wiederreden. Kannst auch Nettchen heiraten. Ihr kennt euch ja schon eine Weile, du brauchst auch nicht mehr reden. Ich warne dich, hör auf! Ich gehe jetzt ins Bett. Danke für den Geburtstag. Ja. Ihr könnt mich abgrundtief blöd finden. Ich liebe euch trotzdem. Na. Guten Abend! Ich schlafe. Wisst ihr noch die Geschichte mit dem mit der Schlange? Mit der was? Mit der Schlange. Was bei der Schlange? Ja. Wir hatten noch mal ein Schlauchboot. Wir hatten nie ein Schlauchboot. Wir hatten ein Schlauchboot. Wir hatten ein rotes Schlauchboot. Wir hatten nie ein Schlauchboot. Doch, wir hatten ein Schlauchboot. Siehst du? Aber das war nicht rot. Das hatte nur so einen roten Streifen so rum. Das war weiß. Da war ich auf gar keinen Fall dabei. Halt, ich gebe dir mal was von der Schokolade, sage ich auch nie wieder was wie sie zu dir. Nö. Ist dir zu fett. Ja, außerdem gar keine Schokolade mehr. Hab ich wohl. Nicht, lass mich mal die Geschichte zu Ende erzählen. Ja, hab ich noch welche. Hast du nicht? Doch, hab ich. Nee. Ja. Sag mal, ringt das jetzt hier rein, oder was? Was? Was ist das denn? Scheiße. 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 Mami, Hilfe! Mami! Mami, ist was ganz Schlimmes. Ist voll eklig. Das ist nur die Sickergrube. Nicht so schlimm. Macht's halt weg. Gute Nacht. Abgrundtriefblöd. Aber deine Idee mit Kapstadt ist echt Grotte. Oh, my God.